Winter gemacht. Sie haben das alte Auto verbessert. Mit dem kann man auch jetzt noch Mitte Saison Rennen gewinnen. Dazu kommt BMW Williams. Sie hatten einen schlechten Start, haben aber jetzt auch ein Top-Auto. Auch Renault ist sehr stark. Die Konkurrenz hat im Moment die besseren Reifen. Michelin hat weiterentwickelt und sind im Moment nicht nur in der Qualifikation wie letztes Jahr, sondern auch im Rennen meistens ein bisschen überlegen. All das macht das Leben schwer. Und dazu kommt, dass Michael Schumacher Fehler gemacht hat in den ersten drei Rennen. Melbourne, falsche Taktik vom Team, er selber einen Windabweiser weggefahren, dann aufgefahren in Malaysia und dann in Interlagos hat er das Auto sogar ganz weggeworfen. Und weißt du, was noch dazu gekommen ist? Genau das, was die FIA und alle Bastler am Reglement sich erhofft haben, dass das neue Reglement auch für Spannung sorgt. Denn er hat jetzt zwar dreimal gewonnen, also mehr als jeder andere. Trotzdem haben wir sechs verschiedene Sieger in diesem Jahr und alle, die Zweiter oder Dritter wurden, blieben dran. Ja, und das hängt natürlich vor allem auch mit den Punkten zusammen. Es gibt jetzt 10 Punkte für den Ersten, immer noch, aber der Zweite bekommt schon 8 Punkte. Das heißt, man gewinnt nur 2 Punkte mehr, wenn man ein Rennen gewinnt und es gibt Punkte bis zum 8. Das heißt, wer ins Ziel kommt, bekommt eigentlich Punkte. Also man darf einfach nach dem neuen Reglement nicht ausfallen. Das wirft einem richtig zurück. Man sieht es auch ganz deutlich. Ralf Schumacher könnte Kimi Räikkönen überholen. Kimi Räikkönen könnte Michael Schumacher überholen an diesem Wochenende. Räikkönen könnte aber auch zurückfallen. Also nichts ist unmöglich, um es mal so zu sagen, bei diesem Rennen hier in Manicur. Und wenn wir uns mal vorstellen, Marc, jetzt stehen heute wieder Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya im BMW Williams in der ersten Reihe. Vor einer Woche gab es schon den Doppelsieg auf dem Nürburgring. Ich habe so das Gefühl, hier braut sich was zusammen. Manicur, das könnte so der Wendepunkt in der Weltmeisterschaft werden. Vielleicht sogar zu Ungunsten von Ferrari und Michael Schumacher. Ja, also wenn das mit der Reifensituation so bleibt, dann definitiv. Ich halte den Ferrari nach wie vor für das beste Auto im Feld. Aber wenn es nicht auf den richtigen Reifen steht, dann hat er eigentlich keine Chance. Und es ist so, dass wenn natürlich ein Team wie BMW Williams jetzt so einen Höhenflug hat, ja, seit drei Rennen sind die vorne, dann jeder ist motiviert. Der Ralf Schumacher ist das beste Beispiel, dass man als Fahrer auch einen Höhenflug bekommt, wenn alles so gut läuft. Er fährt besser als vorher, die Teams arbeiten besser. Es läuft einfach alles rund, alles ist motiviert und das kann natürlich gegen Michael sprechen. Und kennst du das, Marc? Da steht man manchmal auf morgens, man kippt schon mal irgendwie den Kaffee um auf den Tisch, versaut sich irgendwie schon den Morgen und man weiß, der Tag, der wird nicht so gut, wie man sich das erhofft. Und irgendwie war es in Manicur in diesen drei Tagen auch schon so. Es sind die absonderlichsten Dinge passiert, die uns ein wenig zweifeln lassen, dass das alles so ganz normal über die Bühne gehen wird. Oliver Simon fasst nochmal zusammen. Sommer in der Formel 1. Der Tross diesmal zu Gast in Frankreich. Eine Station auf der Tour de Village, der Formel 1 Tour über die Dörfer. Nach Nürburg jetzt also Manicur. 1500 Einwohner und mindestens doppelt so viele Kühe leben hier. Und die haben so gar keine Lust auf Formel 1. Auf und neben der Strecke kommt hier alles auf die richtige Einstellung an. Eingestellt hatten sich eigentlich alle auf Hitze. Aber in der Not rückt auch die Formel 1 mal zusammen. Über dem Fahrerlager braute sich aber noch mehr zusammen. Polizei bei BAR. Der Gerichtsvollzieher kommt, beschlagnahmt einfach die Boliden und klebt den französischen Kuckuck auf die Trucks. Vorläufig. Am Freitag schon Entwarnung. Die Autos sind frei. Für Jenson Button ging es trotzdem ohne freies Training direkt ins Qualifying. Dort die nächste Überraschung. Jos ist der Boss von Manicur, zumindest für einen Tag Bestzeit in der Qualifikation. Minardi stellt die Formel-1-Welt auf den Kopf, dank Landregen. Erst am Freitagabend wieder besseres Wetter und Zeit für private Testfahrten. Wer über etwas redet, der sollte auch Bescheid wissen. Premiere-Kommentator Jacques Schulz vor seinem ersten Mal. Der Anzug war anfangs ein bisschen groß. Meine Muskeln haben nicht alle reingepasst, aber jetzt haben wir es. Fahrstunde im 99er Benetton. Los geht's und Gas geben nicht vergessen. Aber auch nicht zu viel, Herr Schulz. Die Schikane und das Ende einer Testfahrt. Ja, er hat zurückgeschaltet, das klang sehr gut, aber dann ging er zu abrupt aufs Gas und weg war er. Und kommt auf dem Motorrad zurück ins Fahrerlager. Er sollte wohl besser weiter nur über die Formel 1 sprechen. Jetzt in Manicur, einer Station der Formel 1 Tour über die Dörfer.
Jetzt werden Sie sich fragen, wo passieren eigentlich so viele absurde Dinge an einem Wochenende? Genau in der Mitte Frankreichs. Wenn man einen Zirkel ansetzen würde und einen Kreis drumherum zieht, dann ist der Zirkel genau in Manicour eingesteckt. 3 Stunden vom nächsten größeren Flughafen entfernt, egal ob Paris oder Lyon. Und das ist so eine strukturschwache Gegend, so ähnlich wie am Nürburgring. Und es ist dem damaligen Staatspräsidenten François Mitterrand zu verdanken, dass es hier überhaupt eine Strecke gibt. Er war mal Bürgermeister in Nivers und er hat das Ganze hierher verschachert, Marc. Und dann hat man eine Strecke aus dem Bilderbuch gebaut. Ja, es ist eine Retortenstrecke. Und zwar Retortenstrecke deswegen, weil sie hat keinen eigenen Charakter. Man hat hier Teile eingebaut von anderen Strecken. Da gibt es eine Estoril-Kurve. Das ist die lange Kurve, die es in Estoril mal gab. Dann kommt die Adelaide Hairpin. Das war eine Haarnadelkurve, die man wunderbar überholen konnte in Adelaide. Es gibt die Nürburgring-Schikane und so weiter. Das heißt, man hat verschiedene Streckenteile von anderen Strecken zusammengehängt, weil man gesagt hat, so haben wir die ideale Teststrecke, da kann man alle anderen Rennstrecken darin üben. Und wie immer, wenn man versucht, etwas künstlich zu verschönern, wird es meistens langweiliger. Und deshalb hat die Strecke auch keinen besonders guten Ruf. Es kam zu wenig Überholmanövern in der letzten Zeit. Le Castellet, eine Konkurrenzstrecke an der Provence-Küste, lockt mit Bernie Ecclestones Hilfe. Also musste man was tun, man hat umgebaut, Marc. Ja, und da muss ich sagen, es war dringend nötig. Da war so eine blöde kleine Schikane immer vor Start und Ziel, wo es immer Kollisionen gab. Und man hat das jetzt geändert und hat eine großzügige Kurve gebaut. Da geht es auf der anderen Seite jetzt runter. Wenn ich mir erklären darf, da wo jetzt die Grid Girls mit ungefähr 2 km/h kommen, kommen die Autos mit über 300. Ja, ich glaube, die kommen schon mit 5 km/h, oder? Also, da geht es hinunter zu einer neuen Kurve. Lucé heißt die. Und die ist auch zugleich eine Überholstelle. Es gibt auch genügend Auslauf, wie das heute vorgeschrieben ist, mit Asphalt. Und das ist eigentlich sehr schön gelungen. Die Strecke ist so dadurch natürlich auch etwas länger geworden. Und dann geht es hier rein in diese Schikane und die gefällt nicht allen Fahrern. David Coulthard hat schon unangenehme Bekanntschaft gemacht im freien Training. Also die Schikane verstehe ich nicht. Ich meine, jetzt hat man das wunderbar gebaut. Man hätte auch direkt dann auf die Start-Zielgerade zurückfahren können. Da wäre auch wieder eine Überholmöglichkeit gewesen aus der Kurve heraus. Nein, man baut so eine blöde, enge Schikane ein mit hohen Randsteinen. Und wenn einer da über die Randsteine fliegt, dann kann er genau gegenüber in diese Absperrung einschlagen. Du sagtest, David Coulthard hatte da Glück, dass er da nicht eingeschlagen ist. Also eine Gefahrenstelle hat man eingebaut, unnötigerweise, wie ich meine. Worauf kommt es sonst noch an in Manicour, wenn man diese Gefahrenstellen mal gemeistert hat? Welche Charakteristik hat der Kurs? Eigentlich keine. Es ist alles ein bisschen drin. Die Strecke ist sehr hart zum linken Vorderreifen durch die lange Estoril-Kurve. Auf der anderen Seite ist die Balance das Wichtigste am Auto. Man muss also das Auto gut ausbalanciert haben, weil es eben so viele Kurven gibt und viele Kurvenkombinationen. Aber irgendwie was Spezielles hat die Strecke Gottes Namen nicht. Wir befinden uns auf gallischem Boden, Marc, wenn man das mal so sagen darf. Und das Michelin-Männchen, wenn wir das jetzt mal mit Asterix vergleichen, war es unheimlich erfolgreich in den Schlachten um die Formel 1. Und Peter Lauterbach fragt, aus welchem Zaubertrank die Gummimischung bei Michelin überhaupt besteht. Sie können entscheiden über Sieg oder Niederlage. Sie gelten als das schwarze Gold. Keiner kennt Ihr Geheimnis. Entweder Sie gehen oder Sie gehen nicht. Sie müssen sich anschmiegen an den Asphalt, dürfen nicht allzu schnell verschleißen. Reifen in der Formel 1 ein streng vertrauliches Kapitel. Nein, einen Zaubertrank haben wir nicht. Aber alles ist geheim. Sie müssen funktionieren. Ein Knopfdruck und Ihre Haftung ist gefragt. 2 Hersteller versuchen im nunmehr 2. Jahr, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Bridgestone versus Michelin, der langjährige Monopolist gegen den zurückgekehrten Pneumacher aus Frankreich. Und der wird immer stärker, Tiefstapeln eingeschlossen. Die Reifen sind lediglich ein Stück Gummi, das die ganze Maschinerie unterstützt und sich möglichst effizient dem Boden anpassen muss. Es ist viel mehr. Eine Kunst für sich. Unermüdlich haben die Michelin-Männer in geheimer Mission daran gearbeitet, aufzuholen. Mit Erfolg. In den vergangenen 3 Rennen sah Bridgestone kein Land. Je wärmer und trockener es ist, desto überlegener wird der französische Gummi. Does it surprise you? Überrascht Sie das? Ja. No, wir machen ganz einfach das Beste, was wir können. Wir sind ein Teil der Formel 1. Wir haben eine Zeit gebraucht, um wieder reinzukommen, uns an die Regeln und die neuen Boliden hier zu gewöhnen. Und wenn es gut läuft, unsere Partner zufrieden sind, dann sind auch wir zufrieden.
Die Partner werden immer besser. Bridgestone muss schwindlig werden bei dem Michelin-Auftritt. 8 von 10 Autos in den Top 10 der Qualifikation französisch bereift. Und das zu Hause. We are not French, wir erinnern uns zwar manchmal daran, dass wir Franzosen sind, manchmal vergessen wir das aber auch. Michelin ist ein Weltunternehmen. Klar liegt unser Firmensitz ganz in der Nähe von Manicourt, aber wir kennen diese Strecke deshalb nicht besser als andere Kurse. Kein Heimvorteil also, aber Petrus im Rücken. Das Wetter spielt für Michelin. Und wenn gleich im Rennen nicht alles schief läuft, dann wird die Bereifung des Siegerautos aus Frankreich kommen. Das schwarze Gold der Formel 1. Es kann entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und es ist gut möglich, dass das auch heute beim großen Preis von Frankreich so sein wird. Marc, wann ist ein Formel 1-Reifen gut, wann ist er schlecht? Du bist selbst so lange damit gefahren. Es geht alles nur um Grip. Also ein Reifen, der Grip hat, ist ein guter Reifen. Und einer, der keinen Grip hat, ist ein schlechter Reifen. Und natürlich, er darf nicht zu schnell verschleißen. Also es nützt ja nichts, wenn man einen Reifen hat, der nur für ein paar Runden Grip hat, sondern er muss konstant Grip haben. Viele bauen ja ab, nach 2 Runden fallen die Rundenseiten zusammen. Das ist mit einem schlechter Reifen, der wäre gut für die Qualifikation, aber nicht fürs Rennen. Also wir brauchen viel Grip und das konstant. Kann man das überhaupt mit einem normalen Straßenreifen vergleichen, wenn man sie auch hier so rumliegen sieht? Von der Härte sicherlich nicht. Die sind so weich, da würde man mit dem Straßenauto die sofort kaputt machen. Da kann man den Fingernagel gleich reindrücken. Die sind also viel, viel weicher als ein Straßenreifen, müssen natürlich auch keine 20.000, 30.000 Kilometer halten. Der Aufbau ist auch ganz anders. Wir haben ja hier zum Beispiel 13 Zoll Felgen. Das heißt, der Reifen ist viel höher. Das wäre ja völlig out, jetzt beim Straßenauto mit 13 Zoll Felgen zu fahren. Die Seitenflanke ist sehr hoch. Die hat aber dann auch eine Federwirkung und nimmt zum Beispiel bei den Randsteinen sehr viel von der Federung auf. In letzter Zeit haben wir ganz deutlich bemerkt, und das ist auch in Punkten nachzuzählen, dass Michelin deutlich besser abschneidet als Bridgestone. Warum? Ja, Michelin hat jetzt natürlich, ist jetzt im vierten Jahr, das heißt, sie sind jetzt erfahren genug, um einen guten Reifen zu bauen. Nicht nur einen schnellen, sondern eben auch einen konstanten Reifen. Sie haben ein super Entwicklungszentrum, übrigens nicht weit von hier in Clermont-Ferrand. Da können sie alles testen, was man testen muss. Sie sind auch näher dran als Bridgestone. Die sitzen ja in Japan. Sie haben kürzere Wege, dadurch wird schneller umgesetzt. Und sie haben jetzt auch die Möglichkeit, dieses Jahr für jedes Team die eigenen Reifen zu entwickeln. Letztes Jahr waren es ja Einheitsreifen, das heißt, man durfte nur 2 Mischungen für alle Teams machen. Heute kann jedes Team seine eigene Mischung aussuchen. Und damit haben sie auch das Problem gelöst, das im letzten Jahr noch vorherrschte, dass sie mit McLaren und Williams 2 Top-Teams hatten, die vielleicht unterschiedliche Sachen brauchten und sich damit verzettelten. Genau, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Gewichtsverteilung. Wenn ich ein Auto habe, das vorne schwerer ist als das andere, brauche ich einen anderen Vorderreifen von der Konstruktion her. Der muss dann mehr Gewicht aufnehmen können und darf dabei nicht verschleißen. Letzte Information, ein Satz Formel 1 Reifen kostet schlappe 3.000 Euro. Damit kommen Sie, wenn Sie mal einen neuen Satz brauchen, richtig günstig weg, liebe Zuschauer. Heimrennen für Michelin. Heimrennen für Renault und die fahren ja auch mit Michelin und die erwarten sich natürlich vom Zaubertrank der Männer aus Clermont-Ferrand richtige Druidenkräfte und Oliver Simon sagt uns, ob es so weitergehen könnte wie bisher, nämlich erfolgreich. Wir schreiben das Jahr 2003, noch ist Fernando Alonso ein Formel 1 Jüngling. Renault-Teamchef Flavio Briatore, sein großer Förderer. Mike Gascoigne, technischer Direktor und für das Auto verantwortlich. Mit dem RS23 wollen die drei einen Traum wahr werden lassen. Sie möchten die Formel 1-Welt ein wenig auf den Kopf stellen. Die drei Musketiere von Renault. Im Moment läuft bei uns alles wie in einem Traum ab. An jedem Rennwochenende zeigen wir tolle Ergebnisse. Wir haben ein starkes und konkurrenzfähiges Auto, sodass wir mit den Top-Teams wirklich mithalten können. Rien ne va plus, hieß es für Renault noch vor 2 Jahren. Nichts ging mehr. Jetzt ist plötzlich alles anders. Platz 4 in der Konstrukteurswertung, dazu verlassen den Motor die Kräfte nur selten. Hinter BMW, Williams und Ferrari sind sie das zuverlässigste Team. Und ihr Spross steht in der Fahrerweltmeisterschaft mit Juan Pablo Montoya auf einer Stufe. Plötzlich geht fast alles. Natürlich stehen wir momentan noch ein wenig hinter den Top-Teams.
Auf bestimmten Strecken können wir einfach nicht mithalten. Auf den anderen kämpfen wir aber regelmäßig um die Spitzenplätze mit. Das beweisen die tollen Ergebnisse und die Punkte in der Meisterschaft. Renault hat aufgerüstet und ausgemistet. Die Bewunderung gilt dabei dem Chassis, auch wenn das Motorenkonzept nicht ganz aufgeht. Aus dem Formel-1-Roulette ist für Renault ein Spiel mit einer lang durchdachten Strategie geworden. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis unser Team so geformt war, wie es jetzt ist. Endlich läuft auch der Motor konstant und zuverlässig, so wie wir uns das immer gewünscht haben. Die Piloten machen einen tollen Job, die Zusammenarbeit klappt mit beiden hervorragend. Fernando ist ein fantastisches Talent, der bislang herausragend fährt. Der Jüngling, schon jetzt ausgestattet mit einer Reife, die seine Jugend kaum vermuten lässt. Am Nürburgring wehrte er sich erfolgreich gegen die Angriffe von David Coulthard und rettete im letzten Moment seinen vierten Platz ins Ziel vor Michael Schumacher. Das Wochenende war nicht wirklich gut. Wir haben nie die richtige Balance gefunden und deswegen war das Ergebnis für uns gleichbedeutend mit einem Sieg. Fernando Alonso, der Formel 1 Jüngling. Flavio Briatore, der Renault Teamchef. Und Mike Gascoigne, der technische Direktor. Zusammen haben sie eine kleine französische Formel 1 Revolution eingeleitet. Jetzt warten die drei Musketiere von Renault nur noch auf den ersten gemeinsamen Sieg. Ja, vielleicht ist heute der Tag für den ersten Sieg von Renault. Jano Tulli und Fernando Alonso starten von den Positionen 6 und 7. Das freut Flavio Briatore, den Teamchef. Is there any chance, Flavio, gibt es wirklich die Chance heute auf den ersten Sieg? Das weiß nur der Herrgott, das können wir nicht sagen. Aber wir sind in einer sehr guten Position, wir sehen gut aus und wir müssen sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Für uns ist es wichtig, dass wir dabei sind. Wir sind in jedem Rennen bei den ersten 6 und 7 dabei und das ist doch schon sehr, sehr gut. Unsere Performance, die Leistung ist wirklich außerordentlich. Die beiden Fahrer sind sehr optimistisch, das Auto sieht gut aus. Wir werden sehen. Wenn Sie mal zurückblicken, die gesamte Saison ist ja ganz gut gelaufen für Sie, mit einem ganz beeindruckenden Start am Anfang. Jetzt sieht es ein bisschen so aus, als würde es stagnieren bei Ihnen. Ein bisschen Stagnation. Sie haben weniger Punkte zum Beispiel als BMW in den letzten 4 Rennen gewonnen. Was sind die Gründe? Nun, BMW ist ja sehr schnell, sehr stark. Das Paket, das die haben, ist ungeheuer gut. Und das Auto ist auch sehr viel besser geworden. Williams hat hier hervorragende Fortschritte erzielt. Wir arbeiten natürlich auch an unserem Fortschritt mit dem Team, mit dem Auto. Und ich bin sehr glücklich auf das, was wir geschafft haben. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich glaube es auch. Aber natürlich können wir nach 2 Jahren nicht mehr erwarten. Denn wir warten natürlich immer noch auf den ersten Sieg. Das ist ganz klar. Wir brauchen noch ein paar Pferde mehr, ein paar PS und Speed, mehr Speed. Aber Renault ist ein globaler Hersteller. Warum können die nicht die gleiche Leistung bringen wie BMW oder Ferrari? Nun, BMW und Ferrari sind seit vielen, vielen Jahren in der Formel 1. Wir sind erst seit 2 Jahren dabei, wir arbeiten daran. Es ist nicht ganz einfach. Und Renault im Moment hängt ein bisschen zurück mit den Punkten, aber in den beiden letzten Rennen war Alonso Dritter. Also ich glaube, es geht ganz gut. Am Ende der Saison werden wir ein gutes Ergebnis haben. Aber Renault ist, wie gesagt, ein junges Team und ich glaube, dass wir im zweiten Jahr verdammt gut aussehen. Flavio, Sie sind Manager für Renault, aber Sie sind Italiener. Wenn Sie einen Alfa Romeo oder einen Ferrari fahren, dann wissen Sie, dass irgendwo hier die Formel 1 drinsteckt. Wenn Sie einen Renault Clio oder Megane fahren, da steckt keine Formel 1 drin, oder? Nun, ich glaube, der Geist von Formel 1 ist auch in Alfa Romeo nicht zu finden, denn Alfa Romeo ist nicht dabei, nicht mehr. Also, das ist das Image der Firma, das Image der Marke, das ist Formel 1. Und jeder, der ein Renault fährt, weiß, dass wir auch in der Formel 1 verdammt gut sind. Also das Image ist sehr, sehr wichtig und wir haben auch natürlich die größte Sicherheit, 5 Sterne in dem Euro NCAP Test. Also wir sehen sehr, sehr gut aus. Der Megane läuft sehr, sehr gut. Verkaufszahlen sind hervorragend. Und es ist natürlich ganz, ganz toll, mit einer Firma zu arbeiten, die auch viel Geld verdient. Vielen Dank und viel Glück in dem Heimat. Und wir haben noch ein paar technische Fragen zu klären. Ohne die geht es einfach nicht bei so einem Grand Prix. Und das ist die Frage, was denn hier los? Das ist die Frage der Kupplung, Tanja und Marc. Ja, und zwar deswegen, weil man beim letzten Grand Prix am Nürburgring ziemlich stark gesehen hat, Marc, dass Ferrari einen Nachteil am Start hat. Michael Schumacher ist eigentlich relativ schlecht weggekommen. Jetzt sieht man bei den Onboard-Aufnahmen immer, dass
die Fahrer ihre Hände am Lenkrad haben, dann einen Knopf drücken und dann geht's los. Was passiert da genau? Er fährt dann los wie mit einem Automatikgetriebe, nämlich mit schleifender Kupplung. Von der Formel 1 ist ja lang übersetzt. Der erste Gang geht ungefähr auf 120. Also muss man am Anfang entweder Räder durchdrehen lassen oder mit schleifender Kupplung losfahren. Und diese Startautomatik, die da ausgelöst wird, die lässt die Kupplung ungefähr 2 Sekunden lang schleifen. Das heißt, von 0 bis 80 schleift die Kupplung. Jetzt lernt man aber in der Fahrschule, wenn man ein normales Führerschein haben möchte, dass man die Kupplung nicht zu lange schleifen lassen darf, weil die Kupplung dann verbrennt und es stinkt furchtbar. Ist das in der Formel 1 auch so? Also die wird glühend heiß, ungefähr 600 Grad heiß. Und um das auszutesten, das macht man auf dem Prüfstand, da lässt man simuliert man diese Starts und die Kupplung wird dann rot glühend. Diese Scheiben hier drinnen, die schleifen, die rutschen. Und wenn man das einmal macht, ist das okay. 600 Grad hält die locker aus. Nur wenn es mehrere Starts gibt, wie zum Beispiel in Österreich, dann kann es sein, dass diese Feder, das ist eine Feder, da muss man mit 1,5 Tonnen ziehen, um die Kupplung aufzumachen. Also das könnte man nicht mit dem Fuß, sondern man braucht eine Hydraulik dazu. Und diese Feder wird dann lahm, wenn sie zu oft heiß wird. Jetzt hat eben Ferrari da ein Manko. Gibt es da jetzt schon eine Weiterentwicklung für die? Ja, Ferrari hat gepusht und macht eine Weiterentwicklung zusammen mit Sachs Race Engineering, also mit einer deutschen Firma. Das ist die Standardkupplung. Und jetzt haben sie fürs nächste Jahr oder respektive für dieses Jahr schon geplant, eine Qualifikationskupplung zu machen. Die ist dann noch viel kleiner und viel leichter, weil das Gewicht ist natürlich entscheidend. Die alte ist ungefähr 1100 Kilo, die neue ist dann nur noch 1100 Gramm. Und die neue ist nur noch 870 Gramm und sie kann genauso viel. Die war aber ursprünglich jetzt geplant für die Qualifikation, das heißt nur für diese eine schnelle Runde. Jetzt ist ja aber das Reglement geändert worden, man kann die Kupplung nicht mehr tauschen bis zum Rennen, also muss sie auch das Rennen aushalten. Inzwischen hält diese kleine Kupplung locker 5 Starts aus und eine Renndistanz. Also im nächsten Jahr wird Ferrari wohl mit dieser Kupplung fahren. Und man kann, dadurch, dass sie so viel schmaler ist wie die alte, kann man auch das Getriebe kleiner machen. Also man spart Platz und Platz ist ja für die Aerodynamik sehr wichtig. Und natürlich eben das Gewicht, was eine Riesenrolle spielt, weil es rotiert. Fährt der Michael Schumacher jetzt hier bei diesem Grand Prix schon damit? Nein, noch nicht. Das ist im Test, aber ich denke, dass sie nächstes Jahr im Einsatz sein wird. Was kostet dieses Teil jetzt? Ist natürlich teuer und es ist teurer als Gold. Es ist 870 Gramm schwer und kostet ungefähr 10.000 Euro. Und ein Kilo Gold kostet ungefähr auch 10.000 Euro. Also es ist mehr wert wie Gold. Also diesmal kein Souvenir für den Durchschnittsfan. Danke, Marc. Damit wieder zurück zum Wolfgang. Ja, und es gibt einen, der heute ganz fest hofft, dass seine Kupplung hält, aber nicht nur die, am liebsten alles am Auto, besonders der Motor, der ging nämlich vor einer Woche am Nürburgring in Rauch auf. Damit war der Sieg weg, die WM-Führung ausgeträumt und die Stimmung ungefähr so tief gefroren wie in einem finnischen See im Januar. Die Rede ist von Kimi Räikkönen und Peter Lauterbach sagt uns, wie er die Pleite vom Nürburgring verdaut hat. Eigentlich war es für uns bis zum Ausfall ein richtig gutes Wochenende. Es lief alles für mich. Aber in dem Moment, als ich die Rauchsäule sah, da war ich schon ein wenig überrascht, denn bislang hatten wir nie ein Problem mit dem Motor. Das sind einfach Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Pech eben. Das Pech ärgerte Kimi Räikkönen so sehr, dass der vermeintlich coolste Pilot im Feld für einen Augenblick sogar Nerven zeigte. Den freundlichen Streckenposten, der ihn nur aus der Arena führen wollte, stieß er von sich. Die Journalisten würdigte er keines Blickes. Der Trost vom Team, Balsam. 2 Wochen später sind die Probleme vergessen oder doch einfach nur verdrängt? Der Nürburgring ist vorbei. Das Auto sollte hier so gut sein wie schon im vergangenen Jahr, als ich Zweiter wurde. Auch die Reifen arbeiten hier hervorragend. Wir sind bestens auf das Rennen vorbereitet. Manicur, 4 Runden fehlten im vergangenen Jahr zum ersten Sieg. Damals noch tragischer Held, heute erwarten alle Heldentaten. Er ist der Jäger. Neuer Erwartungsdruck baut sich auf. Mit einer falschen Lenkbewegung kann er Ruhm und Ehre verspielen, die er sich in der laufenden Saison so hart erarbeitet hat.
Der Druck wird nicht größer. Wir müssen immer unser Bestes geben und dann sehen wir, wo wir am Ende stehen. Die tonlose Stimme signalisiert, dass es wohl wirklich so ist, dass ihm die Jägerrolle im Silberkostüm gefällt und er dem Druck standhalten kann. Kimi Räikkönen steht heute wieder vor seinem Teamkollegen. Aber spukt der Nürburgring nicht doch noch im Hinterkopf? Nein. Who's your favorite? Wer ist Ihr Favorit? Wer ist Ihr Favorit? Blöde Frage. Taut jetzt der vermeintlich coole Finne sogar ein wenig auf? Bei Kimi Räikkönen hat man jedenfalls das Gefühl, dass Niederlagen auch stärken können, aber nur, wenn es nicht zu viele werden. Ja, wie hakt man so eine Niederlage ab? Marc Soler kennt das aus seiner eigenen Erfahrung. Wie macht man's? Indem man ans nächste Rennen denkt. Und hofft, dass es diesmal klappt, würde Kimi Räikkönen besser dran sein, wenn er schon in einem neuen McLaren Mercedes sitzen würde. Diesem Delfin, wie er hieß, dem MP4-18. Es ist fraglich. Also sicherlich, das Auto müsste ja schneller sein. Ich meine, man hat ja weiterentwickelt und neue Windkanalwerte eingebaut. Man sieht es ja auch im Auto an, deswegen nennt man es auch Delfin, weil es so schmal und schlank ist. Es muss theoretisch besser sein. Aber es darf ja auch nicht ausfallen. Das ist ja ganz schlecht bei der heutigen Situation mit den Punkten. Ich möchte aber ganz gerne mal sagen, Marc, ich finde, das ist irgendwie auch ein Flop. Man kündigt immer wieder ein neues Auto an. Dann dauert's. Dann ist es bei Testfahrten mal langsam, dann auch mal wieder schnell. Dann fliegen die Testfahrer ab. Das Auto ist kaputt. Es wird wieder verschoben. Es kommt in einer Zeit, in der man nicht testen kann. Was soll das alles? Man hat zwei Probleme. Erstens, die Fahrer fliegen ab. Offensichtlich ist die Aerodynamik so empfindlich, dass wenn das Auto mal irgendwie über eine Bodenwelle fährt, ein bisschen aushebt, dass dann die Anströmung abreißt und deswegen die Unfälle. Das Zweite, das Auto hat die Crashtests nicht bestanden. Das heißt, das Chassis ist nicht stabil genug gewesen. Es muss ja auch seitliche, Frontalcrash und so weiter aushalten, hat es nicht geschafft. Dadurch muss ein neues Monocoque gebaut werden, ein bisschen steifer gebaut werden und man versucht es wieder. Das ist aber ein normaler Vorgang, nur es ist auch furchtbar spät. Ja, und vor allen Dingen hat man ja jetzt ein schnelles, altes Auto, mit dem Kimi Räikkönen, David Coulthard nicht so sehr, mitfahren kann um die WM. Was wäre denn, wenn man jetzt heute in Manicur gewinnt, Michael Schumacher wieder überholt, die Tabellenführung vorne anführt? Soll man dann überhaupt das Risiko eingehen, das neue Auto noch zu bringen? Ja, eigentlich muss man, weil die letzten Rennen werden entscheidend sein. Wenn man jetzt überlegt, wie eng das jetzt zu und her geht, dann kann es durchaus sein, dass im letzten Rennen entschieden wird. Und dann muss man das schnellste Auto haben, man muss das letzte Rennen gewinnen können. Wir haben das in der Vergangenheit auch erlebt, wenn in Suzuka die Entscheidung fiel, dann muss man den anderen davonfahren können. Also muss man eigentlich weiterentwickeln, um bereit zu sein, wenn das jetzige Auto nicht mehr schnell genug ist. Lass uns mal die interne Situation bei McLaren Mercedes beleuchten. Kimi Räikkönen, der junge Finne, 22 Jahre alt, wir haben ihn gerade porträtiert, fährt dem alten Routinier und Haudegen David Coulthard auf und davon. Man muss es schon fast so sagen. Muss man jetzt bei McLaren Mercedes konsequent auf Kimi Räikkönen setzen und zum Beispiel, wie es Ferrari mal gemacht hat, wenn das neue Auto käme, es ihm zuerst geben oder ihn überhaupt bevorteilen? Ich würde es umgekehrt machen. Ich würde dem David jetzt das neue Auto geben, damit er es austesten kann. Und wenn es standfest genug ist, kann man es dem Kimi geben, weil der darf keine Punkte verlieren. Bei David Coulthard wäre das nicht so schlimm. Wir erhoffen uns Aufklärung von dem Mann, der es wissen muss. Norbert Haug und Tanja Bauer ist bei ihm. Ja, wir wollen natürlich wissen, wie man bei Mercedes jetzt mit diesen ganzen Schlagzeilen umgeht. Norbert Haug, wenn ich da so lese, säuft Kimi im WM-Dreikampf ab. Es geht da um eine Mitsommernachtsfeier in Finnland. Die finnischen Kollegen schreiben sogar, von Freitag bis Sonntagabend ist eigentlich jeder Finne betrunken. Oje. Das heißt, der Kimi hat da ein bisschen mitgefeiert und hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie geht ihr jetzt da damit um? Wie kriegt ihr einen 23-Jährigen in den Griff? Gut, zunächst mal hat er sich selber so im Griff gehabt, dass er das Wochenende drauf die Pole Position gefahren hat und das Rennen angeführt hat am Nürburgring. Und das ist uns das Wichtigste. Ich denke, der Kimi wird in Zukunft, wenn er sich mal ein bisschen entspannt, nicht mehr aufs Oberdeck vom Schiff gehen, sondern vielleicht unten rein oder gar zu Hause im Keller bleiben. Aber wir sind nicht die Moralapostel und ich glaube, wir gehen da sehr locker mit um. Ron und ich haben mit Kimi gesprochen, aber es ist durchaus erlaubt, mal eine Feier zu feiern zwischendurch. Und ich glaube, viele, die den Zeigefinger heben oder darüber schreiben, haben das auch schon mal getan. Einige davon kenne ich sogar, wie es dann abgeht, aber sie haben den Vorteil, nicht so prominent und nicht so bekannt wie Kimi zu sein. Für uns wäre es vollkommen falsch, jetzt zu sagen, da bin ich auch gefragt worden, gibt es eine Disziplinarstrafe oder was weiß ich was.
Wir haben mit ihm gesprochen, er bringt seine Leistung, er macht sein Fitnesstraining. Und ein junger Mensch darf auch mal ein bisschen ausflippen, das machen wir alle. Ich kenne viele Rennfahrer, die das nach dem Rennen durchaus mal tun, aber es bleibt alles im Rahmen. Und sicher muss er darauf achten, dass er jetzt eben ein sogenanntes öffentliches Tier ist. Der Heckenschütze, der ihn fotografiert hat, hat sich wahrscheinlich viel Geld dabei verdient. Und Kimi muss darauf achten, dass er mit seinen Freunden dort feiert, wo eben kein öffentlicher Zugang ist. Ganz einfach. An diesem Wochenende sieht es ganz anders auf als in der Startaufstellung, als am Nürburgring. Ralf Schumacher steht ganz vorne. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, dass Kimi seinen zweiten Platz in der WM vielleicht gegen Ralf verteidigen kann? Kommt sehr auf die Strategie an. Sicherlich sind die im Vorteil, die im ersten Turn am längsten fahren können. Das weiß im Moment keiner. Ich jedenfalls weiß es nicht, welche Strategie die anderen fahren. Wir waren diesbezüglich immer gut unterwegs bisher. Wir hätten im Nürburgring mit Kimi auch länger fahren können, als wir gefahren sind. Wir hatten den Verkehr im Auge und wollten nicht in die letzten des Feldes reinfahren und sind deshalb ein bisschen früher rein. Hat aber alles prima geklappt. Leider kam der Motorschaden dazwischen. Der erste und einzige bisher. Insofern sagen wir durchaus Kopf hoch. Das ist nicht die Regel bei uns. Und ich glaube, wir haben uns als Team enorm gesteigert, auch auf der Motorseite. Und wir stehen auf der Motorseite wirklich so zusammen, dass wir vorankommen und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und wir wollen sehen, dass wir es hier besser hinbekommen. Wir waren bisher vom Speed der letzten 4-5 Rennen, das haben alle Fernsehzuschauer gesehen, immer dabei, immer bei den Schnellsten, sehr oft siegfähig, nicht gewonnen, aber Zweiter, Dritter geworden vom Speed her, mit dem Besten messbar. Und ich hoffe, dass wir das hier fortsetzen können. Da höre ich doch jetzt unheimlich viel Lob für das alte Auto. Jetzt hört man, dass das neue Auto überhaupt erst in Monza kommen soll. Rentiert sich das überhaupt, wenn man mit dem alten Auto eh so unheimlich konkurrenzfähig ist? Das rentiert sich wohl, weil es die Basis für nächstes Jahr ist, weil es nicht nur ein spätes Auto 2003 ist, sondern ein frühes Auto 2004. Das muss man ganz klar sehen. Und ich zeige mal folgende Perspektive auf, wenn wir die letzten Rennen fahren können sollten. Das entscheidet sich jetzt in Barcelona bei den viertägigen Tests, wo wir zwei Autos haben in der nächsten Woche. Und wir fahren die letzten Rennen und können durchfahren und sind, sage ich mal, nur eine halbe Sekunde schneller als mit dem jetzigen Auto. Dann werden sicher alle Betrachter sagen, das haben die Kameraden aber ganz clever gemacht. Eines muss ich klipp und klar festhalten, bis dato, bis zum letzten Rennen, waren wir absolut konkurrenzfähig mit dem jetzigen Auto, dem aktuellen Auto. Am Nürburgring, glaube ich, sogar klar vorausgefahren, aber hatten das Motorzuverlässigkeitsproblem, aber wir waren weg, wir waren vor dem Feld. Und das gibt Anlass zur Hoffnung und das gibt Stabilität ins Team. Wir wollen von vorne die Sache dirigieren, wenn irgend möglich, wie unsere Konkurrenten natürlich auch. Aber insofern, glaube ich, haben wir schon einen ordentlichen Job gemacht. Im letzten Jahr war hier die WM entschieden in Magny-Cours. Jetzt sind wir noch mittendrin im Kampf. Wir könnten gerne ein paar Punkte mehr haben, keine Frage. Aber wir sind dabei, Williams BMW ist dabei, Ferrari ist dabei, wir sind dabei, Renault ist nicht weit weg und für den Sport ist es prima und wir freuen uns, dass wir da mittendrin mitmischen und das wollen wir heute so gut, wie es irgend geht. Na dann alles Gute fürs gesamte Team, Norbert, und damit wieder zu Wolfgang. Mittendrin statt nur dabei könnte man sagen, Kimi Räikkönen hat vor sich zwei BMW Williams und hinter sich oder neben sich den Michael Schumacher im Ferrari. Mit welcher Strategie rechnest du denn heute von Kimi Räikkönen und McLaren? Letztes Mal war es ja sehr, sehr ähnlich wie Ferrari, sind sogar in derselben Runde miteinander an die Box gefahren und ich denke, dass der Computer wieder was Ähnliches ausgerechnet hat, dass die wahrscheinlich eine ähnliche Strategie haben. Ich hoffe für Kimi, dass er später reinkommen muss, das wäre seine große Chance, dann eben vorne zu bleiben, wenn eine Runde früher kommt. Wir haben das ja mit Ralf Schumacher und Michael Schumacher in Montreal gesehen. Eine Runde Unterschied kann den entscheidenden Überholvorgang sein. Für Michael Schumacher heißt das, er kämpft eigentlich an allen Fronten. Gegen Kimi Räikkönen und McLaren Mercedes, gegen die wiedererstarkten BMW Williams, die heute von ganz vorne starten. Und er kämpft auch gegen ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr kannte. Das heißt Ratlosigkeit. Und Peter Lauterbach leuchtet mal hinein hier in die Befindlichkeit der Roten Seele. Wir sind in Frankreich, das wissen Sie ja inzwischen. Was Sie aber eigentlich nicht wissen können, ist, dass die Roten hier mitten im Nirgendwo besonders fußfaul sind. Mit Minirollern rasen sie durchs Fahrerlager der Michael Schumacher und auch der Rubens Barrichello. Außer wenn sie davonlaufen vor Autogrammjägern und all den unangenehmen Fragen. Zum Beispiel, warum sie beim letzten Rennen am Nürburgring eigentlich so gar keine Chance hatten, um den Sieg zu fahren. Es war für uns von vornherein klar, dass das eine enge Saison werden wird. Also von daher brauchen wir uns da jetzt nicht überrascht fühlen.
Den Rest der Welt überrascht aber doch, was da gerade passiert bei Ferrari. Ganz schön leer der Blick, irgendwie ratlos. Da hilft auch keine Strategie mehr. Zwar ist da immer noch die Führung in der Weltmeisterschaft, sowohl bei den Konstrukteuren als auch in der Fahrerwertung, doch trotz guten Zuredens, der Hai will plötzlich nicht mehr so wie seine Dompteure. Wie kann das sein? Weil die Entwicklung in der Formel 1 sehr schnelllebig ist und jeder ständig neue Sachen bringt und bei dem einen wirken sie sich mehr aus wie bei dem anderen. Und auch bei uns werden dann in Zukunft wieder neue Teile kommen, die uns auch wieder einen Schritt nach vorne bringen. Nach vorne bringen müssen sie die neuen Teile ja nur, weil sie sich offensichtlich im Hintertreffen fühlen. Bei Rot selbst erkannt das Problem. Was Barrichello erreicht, ist das, was eigentlich geht mit der voreilig in den Himmel gehobenen Göttin. Ohne den Faktor Michael Schumacher wäre Ferrari in den vergangenen Rennen maximal dritte Kraft gewesen. Dass Ross Brawn gestern in der Qualifikation zum ersten Mal frühzeitig den Kommandostand verließ, ein weiteres Zeichen. Naja, es kommt einfach darauf an, was man von sich erwartet. Natürlich wollen wir jedes Rennen gewinnen. Andererseits ist das eben nicht wirklich realistisch. Letztes Jahr, das war einfach nicht normal. Dieses Jahr aber auch nicht. Kollision Michael Schumacher, Mark Webber in der Boxengasse. Rot, Schuld. Im Training, der Weltmeister rumpelt durch die Nürburgring-Schikane. Ungewohnt so ein Bild. Und noch nicht mal in der Box verlaufen die Bewegungsabläufe reibungslos. In der Qualifikation nur Dritter, weiß-blau, auf und davon. Fakt ist es aber für uns natürlich im Moment ein bisschen auf McLaren zu schauen. Und die haben wir hinter uns stehen. Und das ist für die Meisterschaft ein bisschen entscheidender. Und ich gehe schon davon aus, dass im Moment die Situation oder das Pendel ein bisschen mehr für Williams schlägt, aber das war am Anfang der Saison nicht so. Dann gab es eine kurze Ferrari-Zeit, dann gab es eine McLaren-Zeit, jetzt gibt es eine Williams-Zeit. Das wird sich über die Saison schon auch wieder ändern. Meistens werden seine Prophezeiungen Realität. Und welcher Aktienkurs erlebt nicht mal seine Bess? Gerade ist eben Rot dran mit der Talfahrt. Das nervt, ist aber kein Weltuntergang. 6-mal hat Michael Schumacher hier schon gewonnen. Dass es auch ein 7. Mal klappt, das will auch Rubens Barrichello. Aber bis dahin eilt er noch die französischen Treppen hinauf, der Michael Schumacher auf der Flucht vor unangenehmen Fragen. Naja, diese unangenehmen Fragen, die kann ich ja dem Marc Surer stellen. Ja, woran liegt es denn, Marc, dass bei Ferrari plötzlich alles wieder ratloser dasteht als vor einem Jahr, dass diese Dominanz, die vor 12 Monaten noch so vehement hier war, weg ist? Sicherlich in erster Linie an den Reifen. Natürlich braucht es immer mehr, aber wenn man die Konkurrenz sieht, die auch mit Bridgestone unterwegs ist, ist das Bild klar. Ferrari ist immer noch fast 2 Sekunden schneller als die nächsten Konkurrenten auf denselben Reifen. Somit sieht man, wie gut Ferrari nach wie vor ist. Also ich glaube, man muss in die Richtung arbeiten. Letztes Jahr hatten sie allerdings, das muss man auch sagen, oft einen Reifenvorteil gehabt mit Bridgestone. Die Reifen, schauen Sie mal, hier sind die Fans der Reifen, die machen gerade die Fotos, die sind angereist aus Malaysia vermutlich. Die sind richtig froh, dass sie mal hier sind. Muss man kurz mal zeigen, Marc, das ist auch die Formel 1 hier aus Fernost. Die Gäste für Bridgestone sind sie und freuen sich, aber sie haben ein hartes Leben. Denn was du gerade gesagt hast, erinnert mich daran, dass plötzlich dieser Michael Schumacher-Faktor wieder extrem gefragt ist. Er muss diese 2 Sekunden per Talent und per Erfahrung rausquetschen. Genau, und das sieht man jetzt in der Startaufstellung schon bei den letzten paar Rennen. Michael ist wieder deutlich vor Rubens Barrichello, das heißt, der Michael Schumacher-Faktor zieht. Es ist, glaube ich, 6-7 Zehntel jetzt wieder schneller gewesen. Und das ist eben der Faktor, diese halbe Sekunde, wo man immer davon gesprochen hat, der setzt sich jetzt wieder um. Als das Auto perfekt war, konnte das der Rubens auch. Jetzt, wo das Auto nicht mehr so perfekt ist, jetzt muss der Michael Schumacher das wieder ausbügeln. Das sind Szenen, wie wir sie eigentlich aus den Jahren 96 bis 99 kennen, als Ferrari immer so ein bisschen hinterherfuhr, hinter den Williams damals, dann hinter Mika Häkkinen im McLaren Mercedes, als es Michael Schumacher einfach nicht möglich war, die Topzeiten mitzufahren, wie gestern in der Qualifikation, wo ihn sein Bruder einfach mal um eine halbe Sekunde abhängte. Ja, das ist aber allerdings ein Unterschied zur Häkkinen-Zeit. Jetzt hat er mehrere Gegner und das ist auch sein Vorteil. Weil wenn immer wieder mal ein anderer gewinnt, dann kann er weiterhin punkten. Er wird Weltmeister, obwohl er sehr viele Gegner hat und sehr viele Leute Rennen gewinnen. Aber unterm Strich könnte er es so schaffen. Wenn nur ein Gegner da ist, wie damals mit Häkkinen, dann ist es gefährlich. Aber es ist Montoya, es ist Ralf Schumacher, es ist der Kimi Räikkönen und somit wechseln sich das immer ab und alle nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Wir haben eingangs gesagt, es ist eine Michael Schumacher Strecke. Er hat sage und schreibe 6-mal hier schon gewonnen. Unglaublich. Hilft das?
Das hilft vor allem, scheint da die Strategie bei Ferrari oft gestimmt zu haben. Sie haben mal mit 3 Stops gewonnen, wo alle anderen 2 Stops gemacht haben und so weiter. Also ich glaube schon, der Ross Brawn ist auch wieder gefragt, nicht nur der Michael Schumacher-Faktor. Und der zweite Schumacher, der heute am Start ist, will das alles vereiteln. Er will aus seiner zweiten Pole Position hier in Manicur, denn 2001 stand er auch ganz vorne, möglichst wieder einen Sieg holen und damit das ganze Team wirklich mit Vollgas auf den vielleicht noch möglichen WM-Kurs einschwenken lassen. Und Peter Lauterbach hat ganz klar festgestellt, Ralf Schumacher ist der Mann der Stunde. Er steht an diesem Wochenende so sehr unter Beobachtung wie bislang selten in seiner Karriere. Ralf Schumacher, Sieger des Europa Grand Prix auf dem Nürburgring, konstantester Fahrer der Saison 2003 und das alles, obwohl der Druck so groß war wie nie. Der hatte wirklich einen schwierigen Start und hat ganz dann sukzessive zu seiner Normalform zurückgefunden. Er gehört einfach zu den Stärksten hier. Und für mich war es nicht unerwartet, dass er das in den nächsten Rennen da noch zeigte. Der Sieg vergangenen Sonntag war der I-Punkt auf seinem heimlichen Weg in Richtung Spitze. Allen Gerüchten über angebliche Homosexualität hat er offensiv ein Ende bereitet. Gerede über Eheprobleme hat er ignoriert. In 9 Rennen ist er 9-mal in die Punkte gefahren und hat mit diesem Sieg auf dem Nürburgring alle Kritiker zum vorläufigen Schweigen gebracht. Vielleicht haben mir andere Leute ihre Meinung in den Mund gelegt, aber ich und auch das Team haben großen Respekt vor Ralf und er ist ein sehr feiner Fahrer. He's a very fine driver. Vielleicht tut da der eine oder andere Buße. Jetzt, da der als Weichei verschriene Ralf Schumacher plötzlich genau das tut, was ihm so lange niemand zugetraut hatte. Es gab nur wenige, die daran glaubten, dass mehr in ihm steckt als nur ein kleiner Bruder. Er behält die Nerven, lässt ganz einfach Teamkollegen und Bruder in der Qualifikation hinter sich und fährt ihnen dann auch noch im Rennen auf und davon. Das alles ohne abzuheben und mit einer Weisheit im Hinterkopf, die sein Potenzial dokumentiert. Der Tag, wo man aufhört zu lernen, ist, glaube ich, der Tag, wo man aufhören sollte, Rennen zu fahren. Also man kann sich immer wieder verbessern. Die Zeit, als das gesamte weiß-blaue Paket in die falsche Richtung zu weisen schien, ist vorbei. Viele, die gerade ihn abgeschrieben hatten, sind eines Besseren belehrt. Er kennt nur noch den Weg nach oben. Die rote Spitze des Berges mit dem Namen Formel 1 kann er schon sehen. Das ist ja ein richtig fettes Lob vom Chef. Patrick Head sagt, Ralph's a very fine driver. Ralf, ist das eine Genugtuung nach den letzten 3 Rennen? Ja, ich meine, nicht umsonst hat das Team mich ja nun unter Vertrag genommen. Also es ist jetzt nichts Neues für mich, dass Patrick hinter mir steht, auch wenn es in den Medien oftmals anders rübergebracht wird. Also das Team hält schon intern zusammen, aber trotzdem sehr nett. Trotzdem muss ja mit dem Fahrer Ralf Schumacher was passiert sein. Auch Mario Theisen sagte gerade, nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Ralf zur alten Stärke zurückgekehrt. Was ist passiert? Eigentlich gar nichts Besonderes. Ich meine, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Auto, bin nicht so gut damit klargekommen. Es war sehr schwierig zu handeln, war mit dem Setup nie zufrieden und wir haben sehr, sehr viel getestet. Das Team hat hart am Auto gearbeitet, viel verändert und es kommt mir halt entgegen. Na, es ist jetzt sehr bescheiden. Also wir beobachten schon, erstens, Sie sind der konstanteste Fahrer, immer in den Punkten. 3 Poles in den letzten 4 Rennen. Sie fahren auch aggressiver, haben Ihren Teamkollegen Montoya mit 7:3 im Griff im Qualifikationsduell. Also ich glaube, Sie pushen schon mehr jetzt. Weiß ich nicht, also nicht bewusst. Ich habe schon immer versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Natürlich, jetzt, wo wir vorne dabei sind, wollen wir auch so viel wie möglich gewinnen. Das ist ganz klar. Das draus machen und das Beste draus machen. Weil man in der Formel 1 nie weiß, wie lange man da oben steht. Wir arbeiten natürlich hart weiter, um dort zu bleiben. Und vielleicht auch noch am Ende des Jahres relativ weit vorne zu stehen. Ich kann mir vorstellen, umso mehr hat die Kritik auch in den letzten Wochen nach dem Montreal-Rennen, als Sie als Weichei kritisiert wurden oder als kleiner Ralf, der es niemals schafft, wie sein großer Bruder zu fahren, das muss ärgern. Naja, es kommt immer darauf an, von wem die Kritik kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie jetzt von einem normalen Journalisten kommen, hat mich das nie gestört. Von anderen Seiten finde ich es ein bisschen eigenartig. Ich meine, Montreal hat keiner von uns überholt, weder der Michael mich am Anfang, noch umgekehrt, noch hat Montoya einen Angriff auf mich gemacht, noch hat Alonso einen Angriff gemacht. Das ist halt einfach nicht möglich gewesen, deshalb habe ich die Kritik auch leicht wegstecken können. Wenn es berechtigte Kritik ist, dann sehe ich die auch nicht gerne, aber man muss sie akzeptieren und muss es verbessern. Angenommen, heute kommt es zu einer ähnlichen Situation. 40 Runden hinter Michael Schumacher herfahren oder hinter Kimi Räikkönen. Wagen Sie dann einen Angriff?
wenn er möglich ist, wage ich den immer, ist doch ganz klar. Aber ich hoffe, dass es nicht nötig ist, weil wir ja vorne starten und da hoffe ich, dass wir auch bleiben. Sie starten nicht alleine, auch Juan Pablo Montoya, Teamkollege, ist in der ersten Reihe. Gibt es irgendeine Absprache für die erste Kurve oder für den weiteren Verlauf des Rennens? Also bis auf Weiteres nicht. Wir schauen mal, wer gut wegkommt. Und natürlich hoffe ich, dass ich vor ihm dann bleiben kann und dass wir beide dann das Rennen so zu Ende fahren können. Dann wünschen wir fröhliches Jagen, Ralf. Und wenn Sie Lust haben, mal so ein bisschen hier ins Fahrerlager zu kommen, in die Nähe von Ralf Schumacher, all den anderen Fahrern mit uns, mit Premiere, haben Sie die Möglichkeit. Sichern Sie sich die Top-Plätze der Formel 1. Gewinnen Sie mit Premiere exklusiv ein unvergleichliches Wochenende beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Werden Sie Gast des BMW Williams F1 Teams und erleben Sie Qualifying und Rennen aus der exklusiven BMW VIP-Lounge. Beantworten Sie einfach folgende Frage. Auf welchen Reifen fährt der aktuelle Williams F1 BMW? A. Bridgestone, B. Michelin, C. Goodyear. Mit der richtigen Antwort können Sie doppelt gewinnen. In der Formel 1 Saison 2003 haben Sie die Chance auf unseren sensationellen Hauptpreis. Ein BMW 325 Ti Kompakt mit M-Sportpaket. Rufen Sie an 080 595 9000. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.premiere.de/exklusiv. Ja, und wir hier vor Ort stimmen uns schon soundmäßig auf den Großen Preis von Frankreich ein. Ich glaube, das sind Tornados, die da oben ihre Übungen veranstalten. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Und alle Blicke waren gerade nach oben gerichtet. Jetzt sind sie gerade verschwunden. Aber die kommen sicherlich auch gleich wieder zurück. Alles setzt sich so langsam in Bewegung in Richtung Boxengasse. Die Fahrer, die Teams, die Medien kommen alle langsam hier hoch. Und wir haben noch etwas mehr als eine halbe Stunde. Das Wetter ist nicht mehr ganz so gut wie vorhin. Also wenn wir nach oben schauen, sehen wir jetzt noch eine ganze Menge Wolken am Himmel. Es ist auch etwas kühler geworden. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir hier Donnerstag, Freitag ganz schwere Regenfälle hatten, dann möchte ich jetzt nichts dabei spekulieren, aber wir hoffen zumindest, dass es trocken bleibt. Wir freuen uns auf den Großen Preis von Frankreich. Jetzt werden wir gleich sehen, wie die Autos auf die Startaufstellung fahren. Und Sie haben wie immer mehrere Optionen. Sie können sich zum Beispiel mit uns auseinandersetzen, uns SMS schicken, E-Mails oder bei uns anrufen im interaktiven Kanal. Sascha Roos ist auch dabei. Burkhard Lupenay ist unser Mann im Boxengassenkanal. Und dann haben wir natürlich Jacques Schulz und Marc Suhr, die im Kanal Supersignal unterwegs sein werden. Alles in einer halben Stunde beim Start. Und Tanja, glaube ich, steht auch mittendrin. Und zwar bei dem Mann, der heute vom Start weg ins Ziel fahren will. Ja, Wolfgang, jetzt können wir Gott sei Dank unser eigenes Wort wieder verstehen, weil diese Flieger hier in Frankreich, die sind ja lauter als jedes Formel-1-Fahrzeug. Wir stehen hier genau vor Ralf Schumacher Box und wollen mal schauen. Er sitzt nämlich schon drinnen im Auto, völlig relaxed und entspannt mit dem Helm bereits am Kopf und hat sogar die Augen ein bisschen zu, konzentriert sich voll jetzt auf die Startvorbereitungen. Bei BMW läuft eigentlich alles ganz normal, obwohl beide Autos ja diesmal in der ersten Startreihe stehen. Aber es hat ein kleines Gespräch zwischen den Fahrern und Patrick Head gegeben. Und ich nehme an, da wurde schon ein bisschen der Start besprochen, denn es geht natürlich um wichtige WM-Punkte, weil wenn Ralf gewinnt, dann könnte er schon ganz vorne mit um den WM-Titel kämpfen. Ralf hat übrigens nicht nur ein schnelles Auto heute im Gepäck, sondern er hat auch einen ganz neuen Glücksbringer. Cora, seine Frau, hat ihm nach dem Sieg am Nürburgring ein Armband geschenkt, das ihm vielleicht hier in Manicur auch wieder Glück bringen kann. So, jetzt laufen die letzten Startvorbereitungen. In Kürze geht's los mit der Aufwärmrunde hier auf dem Start, mit der Fahrt zum Startplatz, besser gesagt. Die Motoren werden angeworfen. Ihre Komponentoren sind jetzt Jacques Schulz und Marc Surer. Und dieses Armband, was er da bekommen hat von der guten Cora, das trägt er links, weil das Herz ist auf der linken Seite. Das soll emotionales Glück bringen, hatte zur Folge, dass die Armbanduhr auf die rechte Seite wanderte. Ja, es gibt ja einige, die Armbanduhr irgendwie rechts tragen. In 4 Sekunden, 3, 2, 1, jetzt springt die Ampel auf grün
Und wir gehen in den Vorstart. Pezzonia und Frenzen sind die ersten beiden Vorstarts. Ist deswegen immer interessant zu beobachten, da weniger gefahren wird als in den Jahren zuvor. Sie kennen das Spiel. Wir müssen Reifen und Benzin sparen, das Material schon, denn wir müssen ja über die 300 Kilometer Distanz kommen. Deswegen fahren die meisten nur eine einzige Aufwärmrunde. Nur die, die etwas noch am Fahrzeug einstellen wollen, im Rahmen des Erlaubten, die können da jetzt noch etwas herausfinden und etwas austesten. Aber die wesentlichen Einstellungen, die müssen natürlich vorgenommen worden sein. Sprich, der Reifensatz steht fest, die Benzinmenge steht fest und auch der Heckflügel. Da darf man nichts mehr dran verändern. Michael Schumacher auf dem Weg zum 7. Sieg in Manicourt, Fragezeichen. Seit 91 fahren wir hier. Menzel gewann die ersten Rennen. Und dann war es Michael Schumacher, der hier in den letzten Jahren, im letzten Jahrtausend oder Jahrhundert, diesem Grand Prix natürlich auch maßgeblich seinen Stempel aufdrückte. Wenn man da in die Rekordbücher schaut, dann sieht man ihn siegen. 94, 95, 97, 98. 01 und 02, immer so im Zwei-Jahres-Abstand, gewinnt er gleich im Doppelpack. Und auch bei den Pole Positions, da hat er ja schon zugeschlagen. Die Fastest Laps, die schnellsten Rennrunden in den letzten 5 Jahren, statistische Interessanz am Rande. Da war immer David Coulthard der Schnellste, der 0-0-Sieger. Da ist er just im Bild. Und er kommt von Position 6 in den Grand Prix. Die beste Ausgangsposition seit langem. Habe ich 6 gesagt, 5 natürlich. Und somit also vielleicht die Möglichkeit, Kimi Räikkönen, der von 4 startet, zu unterstützen. Denn dass er die Interessen von Kimi Räikkönen stützen muss, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Wir wollen ja nicht das Wort Team Order in den Mund nehmen. Die Dame hier ist das Conny. Kann man schlecht sehen wegen des T-Shirts. Ja, es ist sie. Genau jetzt haben wir das Ganze wunderbar erkannt. Jetzt stimmt auch das Licht wieder. Sie wird Montoya unterstützen auf 2. Erste Reihe 0,117 zurück hinter ihm hier, dem Polesetter. 4 hat er. Die erste seiner Karriere fuhr er just hier. Dann schlug er in diesem Jahr ja bereits 2-mal zu. Kanada, Monaco und jetzt hier im Prinzip in den letzten 4 Rennen 3 Pole Positions. Aber dann gibt es Michael Schumacher, Marc, und der kommt ja von der besseren Seite diesmal. Das ist der kleine Unterschied. 3 könnte besser sein als 2, richtig? Allerdings hat er ja in Imola von der besseren Linie aus gegen seinen Bruder verloren, der auf der schlechteren stand. Und hier, glaube ich, ist der Asphalt so gut. Ist ja eine Strecke, die sehr sauber ist, dass es womöglich nicht so viel Unterschied macht. Also es sieht ganz gut für Montoya aus, dass er da auf Platz 2 bleiben kann. Ralf Schumacher besitzt deiner Meinung nach auch die besten Möglichkeiten. Ja. Mit einer guten Launch Control, einem guten Grip in die Schlangerei. Ich meine, die Erfahrung zeigt, dass der Ralf super startet. Würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Wenn alles funktioniert, wird er als Erster in die Kurve einbiegen. Dann kommen die McLaren noch 6 rundet die ersten 3 Startreihen Jarno Trulli ab. Wir werden gleich natürlich nochmal alle Positionen in der Startaufstellung im Überblick sehen. Doch bis dahin wollen wir hier genau beobachten, was ist, was nicht ist. Montoya mit dem üblichen Prozedere. Ja, sehr langsam fahrend, aber Reifen anwärmend oder aufrauend. Er will natürlich diese Oberfläche griffig haben und kein Dreck drauf. Versucht es wieder wegzufahren, was jetzt kleben bleibt. Deswegen also diese Schlangenbewegung. Aber wenn man so langsam fährt, dann bleibt halt alles kleben. Ne? Und auch für ihn gilt sofort reinfahren, bloß nicht mehr irgendetwas verschwenden, was man für den Grand Prix-Sieg benötigt. Sprit. Weil das ist eigentlich das einzige Thema. Bremsen müssen natürlich gut funktionieren hier, aber es ist nicht so, dass vom Verschleiß her ein größtes Problem sein sollte. Es ist wirklich, es geht nur um Spritsparen. Ja, das ist reinschleichen in die Startaufstellung. Würde man, wenn man könnte, direkt die Autos auch hineinschieben? Auf oder muss man Fall. Diese eine Runde einfach technischerweise gefahren sein? Ich glaube, man würde es riskieren. Jetzt Das Anfahren übrigens geht es darum. Und sofort aus. Genau, und wieder ausgemacht. Das kurze Anfahren geht um Systemcheck, beziehungsweise auch um den Grip zu messen. Aber so schwach wie Michael Schumacher jetzt angefahren ist,
denke ich, das war nicht genug, um den Grip zu messen auf der Strecke. Macht es auch die Kupplung ein bisschen frei? Nein, es geht einfach um das Einstellen. Wenn man die Kupplung muss man einmal loslassen, um genau den Druckpunkt zu finden, wo sie dann einrastet. Das ist wichtig für das System, dass es genau justiert ist auf diesem Punkt. Olivier Panis und seine Frau im Vordergrund. An 10 Jahre fährt der Franzose jetzt. 1:96 in Monaco. Auf ihn sind natürlich die französischen Augen der Öffentlichkeit gerichtet. Panis kommt von Position 10 ins Rennen. 10 Jahre Formel 1 und Position 10. Toyota durchaus mit der Möglichkeit, hier die Restzähler einzusammeln. Seit dem Nürburgring sieht das Team stärker aus. Und hier kommt der Pole-Sitter. Ja, da gab es ja noch Aufregung. Der Motor wurde ausgebaut, weil man Daten, also Aufzeichnungen hatte, dass irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. War dann aber nichts. Man hat also nichts feststellen können, am Motor wurde dann wieder eingebaut. Das darf man ja reparieren, darf man alles, was kaputt ist. Man darf einfach kein ganzes Teil ersetzen, also nicht ein Teil durch ein neues ersetzen, sondern nur ein kaputtes Teil darf repariert werden. Und das Einzige, was man dabei gewechselt hat, war die Dichtung für den Ventildeckel. Also eine ziemlich harmlose Geschichte. Allerdings, wenn natürlich da Öl rauskommt, ist es auch nicht gut. Also ansonsten wurde der Motor als gut befunden von den Ingenieuren. Bei Ferrari wurde gar nichts ausgetauscht, da war alles in Ordnung. Nur Rubens Barrichellos 8. Platz war nicht in Ordnung, der ja, klagte genau, über Untersteuern, aber... Ja, aber da hat schon Nürburgring, hat er über schlechtes Handling geklagt, also ich glaube einfach, die alte Situation ist wieder da. Ralph Furman kommt von der 18, er steht noch vor den zwei Minardi, die ja im Regenqualifying am Freitag noch die Nase vorne hatten. Da gab es die erste Pole Position überhaupt für das Team Minardi von Paul Stoddart. Verstappen, der schnellste. Wilson war untergewichtig, wurde dann disqualifiziert nachträglich. Die Minardi stehen aus dieser Position hier da links auf den zwei leeren Plätzen dann gleich. Sie sind noch in der Box, beziehungsweise Wilson steht noch in der Box. Verstappen, denke ich, kommt gerade so langsam hereingerollt. So, jetzt wollen wir gleich nochmal runterschalten und Ralf Schumacher vors Mikrofon holen und die letzten Infos natürlich bekommen. Tanja? Ja, Jacques, Ralf war schon ganz ungeduldig, bis du endlich abgibst. Also ich muss sagen, ich habe den Ralf jetzt schon oft interviewt hier unten am Grid. Aber ich habe sie noch nie nervös gesehen, nicht mal jetzt bei der zweiten Pole Position hintereinander. Gibt es irgendwas, was sie hier am Grid noch aus der Ruhe bringen kann? Naja gut, jetzt bin ich einfach mal ein ruhiger Typ vom Typ her, ganz einfach. Aber das ist jetzt, weiß nicht, mal ein bisschen Nervosität oder vielleicht wirklich nicht so. Ein bisschen nervös ist natürlich jeder, ist ganz klar. Aber ich meine, ich bin auch schon zu lange in der Formel 1, glaube ich. Das ist ja gut so, ein bisschen Nervosität schadet sicher nicht. Ja. Ihr Bruder startet diesmal direkt hinter Ihnen, auch auf der sauberen Linie. Erwarten Sie ein bisschen mehr Gegenwehr beim Start als am Nürburgring? Ja, also ich meine, gut, letztes Mal konnte ich ihn überholen, wobei da war er Zweiter. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir einen etwas besseren Start haben werden. Wir hatten bis jetzt immer bessere Starts als Ferrari und warum sollte sich das jetzt ändern? Halten Sie ihn überhaupt mit dem Ferrari als ebenbürtigen Gegner? Weil am Nürburgring hat er selber gesagt, er hätte keine Chance gehabt. Das in jedem Fall. Am Nürburgring sah das Ganze auch etwas anders aus. Aber hier waren sie am Samstagmorgen sehr, sehr konstant in Rundenzeiten, was die Longruns betrifft. Von daher ist es auf jeden Fall ein starker Gegner. Und natürlich auch logischerweise ein Teamkollege im selben Auto und die McLarens. Viel Glück, ja. Danke. Das ist die Strecke in Manicourt. Ralf Schumacher auf der Pole und Marc hat es Ihnen ja vorhin schon erklärt. Es ist irgendwie alles drin, aber so richtig Stimmung kommt hier irgendwie im französischen Niemandsland nicht wirklich auf. Es ist ein bisschen öde um den Rennplatz drumherum. Villeneuve, so langsam wächst das Gelb wieder raus bei Blondie, wie er genannt wird. Und die ehrliche Farbe kommt wieder durch. Links, das ist ein Renningenieur, der hat eine bessere Frisur, Jacques Clear, oder? Ja, der hat konstant die gleiche Frisur, seit langem. Mhm. Auch die waren ja zusammen schon bei Williams. Im Weltmeister, erfolgreich. Ja, richtig. Ja. Die Zuschauer
gut 120.000, 130.000 strömen seit heute Morgen um 7 auf die Bahn, auf die Rennbahn. Atmosphäre ist hier ganz klar im Rund. Logischerweise wird Renault unterstützt. Die ganzen Angestellten sind da, bekamen ein T-Shirt, um in den richtigen Logos und in den richtigen Farben Alonso ja, und das ist übrigens etwas, was die auch bemängeln. Ich habe da mit ein paar gesprochen von Renault. Die stören sich unheimlich daran, dass dieser Renault, das Formel-1-Auto, so blau ist. Sie sagen, unsere Farbe ist gelb. Und es ist zwar ein bisschen mehr gelb dran am Auto, aber trotzdem, die Grundfarbe ist blau. Hellblau, das passt zum Manos Oviedo, zu Fernando Alonso. Dieses Hellblau hängt mit dem Hauptsponsor zusammen. Und der bezahlt Geld. Das ist aber hier nicht drauf. Weil er nicht darf, wegen der verbotenen Tabakwerbung in Frankreich. Die Grünen sind die Jaguar, die Kätzchen. Sonia und Mark Webber. Toyota fährt auch in den Hausfarben, logischerweise. Rot-Weiß. Jetzt kommt die Sonne auch so ein bisschen wieder raus. Vorhin war es ja lange bewölkt, die Temperaturen sanken da auf 25 Grad. Der Asphalt ist 30 warm momentan. Das ist gut für Michelin. Aber es ist definitiv nicht so viel wie erwartet. Und je nach Reifenmischung kann das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Man sagt übrigens, dass die beiden Williams auf den weichen Michelin-Reifen sind. Während der Rest der Michelin-Piloten eher die härtere Mischung genommen hat. Aber so ganz genau vergleichen kann man es nicht, weil sie verschiedene Reifentypen je nachdem haben. Das ist ja heutzutage erlaubt, dass jedes Team seine zwei Reifen aussuchen kann. Bernie Ecclestone geht noch einmal durch die Starting Grid und inspiziert alles auf seine Richtigkeit. Das ist Schweizer, ne? Von Renault. Louis Schweizer, der französische Renault-Präsident. Links Flavio Briatore, natürlich an der Seite des Chefs. Und immer wenn sie sich sehen, auf der Großbildleinwand wird gejubelt. Noch 17,5 Minuten. Alonso hat überall gepunktet bis auf Österreich. Diese Serie möchte er natürlich heute fortsetzen, die Renault. Von 6 Trulli und 7 Fernando Alonso. Durchaus mit den Chancen hinter den großen drei Teams Zähler zu nehmen, ist eigentlich so gut wie möglich. Ja, bei ihm hat man noch an den Bremsen Teile austauschen müssen. Natürlich darf man nicht Bremsbeläge austauschen oder so, aber natürlich Teile, die beschädigt sind. Ein Sensor zum Beispiel. Also kleine Checks. Man sieht nur, wie genau die sind, dass sie solche Dinge alles feststellen. Wir kriegen dann eine ganze Liste, was da alles ausgetauscht wurde unter Aufsicht der Kommissäre. Manicur ist das 10. Rennen des Jahres, mitten in der zweiten Halbzeit, innerhalb von 7 Tagen, also der zweite Lauf. Und er hat schon einen richtungsweisenden Charakter für den weiteren Ablauf, für den weiteren Fortgang der WM. Wenn hier Michelin ebenfalls die Nase vorne haben könnte, dann wird es eng für Michael Schumacher und Rubens Barrichello, die Ferrari-Roten. Und der Brasilianer steht bei Tanja. Ja, Rubens ist eigentlich blendend aufgelegt, obwohl er ja auf keiner so guten Startposition steht. Rubens, just 8th position. Rubens, Sie sind Ferrari. Nur in Anführungsstrichen Achter. Im Moment müssen Sie ein bisschen kämpfen bei Ferrari. Haben wir schon bei der letzten Paarrennen gesehen. Wie fühlen Sie sich heute? Nun, wir sind vielleicht jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben eine andere Strategie für das Rennen. Ich musste auch im Qualifying den Preis dafür bezahlen. Außerdem war das Auto nicht ganz richtig abgestimmt. Wir hatten ein bisschen zu viel untersteuern. Aber wir müssen mal schauen, wie es kommt. Am Nürburgring waren wir überrascht von den Wettbewerbern, wie stark die waren, die Jungs. Also jetzt hoffe ich, dass wir im Rennen besser aussehen, auch dass die Reifen besser sind und dass wir wettbewerbsfähig sind. Und was ist Ihr persönliches Ziel? Was wollen Sie persönlich heute erreichen? Nun, natürlich werde ich kämpfen, ich will gewinnen, das ist klar, muss ich auch sagen. Ich tue mein Bestes und ich werde alles dafür tun. Vielen Dank. Es wäre ja schon ein Erfolg, wenn er weiterkäme als letztes Jahr, oder? Ja, da lieber gleich am Anfang stehen.
Das war eine peinliche Situation. Ja. Es war aufgebockt. Wie war das noch? Mhm. Und also nur peinlich war das. Dann ging das Auto runter. Er versuchte Gänge einzulegen. Die Elektronik spielte verrückt. Und er konnte das Rennen gar nicht anfangen. Wurde dann weggeschoben, stand hinter der Boxenmauer und stieg dann wutentbrannt aus und verließ den Rennplatz zum Flugplatz und wurde dann zurückgepfiffen, weil Michael Schumacher wurde Weltmeister. Und dann kam er zurück zum Feiern. Also diesmal drücken wir ihm die Daumen, dass es da etwas besser läuft, beziehungsweise viel besser läuft. Andersrum formuliert, es kann ja nicht mehr schlechter werden. Nach einer Viertelstunde, so langsam, gehen die Piloten Richtung Fahrzeug. Hans ist immer fest montiert, Pflicht seit Beginn des Jahres, das wissen Sie. Und ich glaube, die Piloten haben sich so langsam, aber sicher auch dran gewöhnt. Wir wollen Stimmen aus dem Silberlager Ihnen natürlich noch präsentieren. Kimi Räikkönen, ja, Michael Schumacher steht einem vor ihm. Was sagt der Chef dazu, Tanja und Dennis? Ja, Ron Dennis ist jetzt sehr lange hier bei Michael Schumachers Auto gestanden und hat das ganz genau beobachtet. Ron, I saw you watching Ron, ich habe gesehen, wie Sie das Auto von Michael ganz, ganz genau angeschaut haben. Was haben Sie festgestellt? Man kann ja nie aufhören zu lernen. Man muss immer weiter lernen und man hat nicht oft die Gelegenheit, die anderen Autos so genau anzuschauen. Hier auf dem Startgrid ist es am besten, da kommt man am nächsten ran. Und es ist ja das Übliche, dass man dies machen darf, dass es akzeptiert einfach. Das machen wir alle eigentlich. Ich glaube, dass wir ihn immer noch schlagen können. Kimi hat gestern gesagt, dass er jetzt ein größeres Risiko eingehen wird, um Michael in der Meisterschaft zu schlagen. Wie sehen Sie das heute in diesem Rennen? Nun, wir haben natürlich die Geschwindigkeit, wir haben den Speed, um zu gewinnen, wir haben es drauf. Es wird ein schwieriges Rennen werden allerdings, denn es gibt ja doch hier zahlreiche Boxenstopps, werden wahrscheinlich alle einlegen. Und die Teams, die Boxenmannschaften werden wegen der Strategie eine sehr viel größere Rolle spielen. Wir wollen natürlich als erstes den Michael schlagen, denn damit können wir wieder zu ihm aufholen, ein bisschen zumindest. Wenn wir das schaffen, wäre es toll. Alles andere, alles was darüber hinausgeht, wäre sozusagen ein Bonus. Wir wollen natürlich gewinnen. Das ist nicht unmöglich. Und wie gut man oder wie schlecht man sich versteht, ob man sich abspricht, wir wissen es nicht, Jean Todt und Norbert Haug. Die haben da sicherlich nicht über die erste Kurve geredet. Nach dem Motto, lass uns mal vor oder so. Aber man versteht sich einfach gut. Das ist der Hintergrund. Michael Schumacher und Chris Dyer, die zwei haben sich ja mittlerweile auch aufeinander eingespielt. Da gab es Anfang des Jahres ein paar Worte, ein paar Kommentare in den Zeitungen, die da nicht wirklich stimmten. Gibt es wieder ein Bruderduell, groß gegen klein? Oder ist der Kleine mittlerweile genauso groß? Ist Schumacher 2 mittlerweile der Mann? Er ist ein anderer, man kann sie nicht so vergleichen. Er ist nicht dieser Fahrer, der alles gibt für den Rennsport. Aber er ist ein sehr guter Fahrer. Und wir haben ja gesehen, er kann gewinnen, wenn er die Chance bekommt, dann gewinnt er auch. Die Verbissenheit eines Michael Schumachers, das Leben für den Rennsport, ist eine andere Geschichte. Bester Stimmung, aufgeräumt, könnte man das hier kommentieren. Und jetzt kommt der Chefstratege, der uns immer noch sehr viel Information und Input liefern kann. Ross Brawn von Ferrari ist bei Tanja. Ja, Ross, you struggled very hard Ross, at Nürburgring. Do you am Nürburgring mussten Sie wirklich kämpfen. Glauben Sie, dass Sie hier dieses Mal schneller sind, dass Sie den Sieg in Reichweite haben? Nun, ich hoffe es, ja, klar. Wir haben eigentlich nicht erwartet, dass wir in Nürburgring so schwach waren, in Anführungsstrichen. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier wettbewerbsfähiger sind. Am Nürburgring waren wir ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier nicht die gleiche Überraschung erleben. Aber mit der Oberfläche hier auf der Strecke sind wir vielleicht gar nicht so schlecht dran. Und deswegen habe ich Hoffnungen. Dieses Mal ist auch Michael auf einer besseren Linie als in Deutschland, auf der besseren Seite. Wie sehen Sie den Start? Ja, ich kann nur sagen, dass Sie recht haben. Wir sind dann für sich ganz glücklich hier mit der dritten Position, nicht mit der zweiten Position. Hier hat sich die Oberfläche verändert. Keine fährt es auf der anderen Seite. Die rechte Seite ist am besten. Da fahren alle eigentlich. Und deswegen, beziehungsweise andersrum, links sollte mehr Grip sein, mehr Traktion sein. Und wenn alle Systeme gut funktionieren, sollte man gut wegkommen am Start.
können Sie das Rennen Ihrer Meinung nach ohne fremde Hilfe gewinnen? Das tun wir doch immer, oder? Also wir gewinnen immer ohne, fremde Hilfe. Also wer weiß es, Kimi hätte letztes Mal gleich das Rennen nach Hause fahren können, wenn es anders gelaufen wäre, ohne diesen Schaden. Es wird aber ein schwieriges Rennen werden. Es wird auch hier sehr viel Strategie geben heute. Wird ganz wichtig werden, die Strategie. Und vielleicht haben wir da auch Chancen. Was ist Ihnen aufgefallen an Ross Brawn? Das ist eine Frage, die eigentlich im Premiere Interaktivkanal gestellt werden könnte. Aber wir geben Ihnen die Antwort. Professor Brawn hat eine neue Brille auf. Die ist viereckig und nicht rund. Der braucht heute Hirnschmalz, wenn er auf den Schirm kommt, will ich damit sagen. Er muss einfach die Taktik für Michael Schumacher hier maßgeblich schneidern, Marc. Ja, man muss flexibel sein, da bin ich überzeugt. Und das ist typisch Ferrari. Wenn sie das nicht wären, würde ich mich wundern. Wohl zum Beispiel zwischen 2 und 3 Stops zu entscheiden, je nachdem wie das Rennen läuft. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Man kann theoretisch sogar 4-mal stoppen, hat der Computer ausgerechnet, und es wird immer noch schnell sein. Also man hat keinen Nachteil, wenn man zusätzlich einen Tankstopp einplant. Wobei 4, das ist jetzt, wäre jetzt wirklich was ganz Neues. Michael pumpt wieder seine Polster auf, die ihn seitlich einengen, also praktisch ihn einschnüren im Sitz. Das heißt, wenn er so viel pumpen muss, hat er wenig gegessen. Ne? Ja, das hat man auch professionalisiert mittlerweile. Da hat man ursprünglich mal eine Luftpumpe gehabt mit so einem kleinen Ventil. Jetzt hat man die Blasebälger da seit 2 Saisons am Ferrari. Ja, die Strategie, du hast es schon thematisiert, ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss ja so flexibel sein, um während des Rennens aus 2-3 zu machen, wenn nötig. Ja, genau, das wird wohl sein. Also ich gehe mal davon aus, dass bei Ferrari typischerweise auf diese Kombination spekuliert wird. Das heißt, man kommt relativ früh zum ersten Stopp, wird viel tanken, wenn es Sinn macht, oder wird wenig tanken, wenn man irgendjemand davonfahren will. Auf der anderen Seite muss man beobachten, wie sich die Reifen verhalten. Und das wissen Sie auch nicht ganz genau. Samstagmorgen haben wir gesehen, über lange Runden, also über mehrere Runden, ist der Bridgestone sehr, sehr konstant. Das würde dann wieder heißen, mit viel Sprit fahren, weil man ja konstant schnell fahren kann. Während bei Michelin lieber einmal mehr stoppen, um wieder frische Reifen zu haben, um wieder schnell fahren zu können. Aber da kennen wir ja auch wieder die Tendenz, dass Michelin, wenn er bald abgefahren ist, nochmal zulegen kann. All das müssen wir jetzt beobachten. Und das machen die Teams auch. Und noch ein ganz wesentlicher Punkt wird natürlich die weiße Linie an der Boxenausfahrt sein. Wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, 4 Mann sind drüber und haben Strafen kassiert, unter anderem auch Ralf Schumacher. Denkt man an sowas? Ja, das wird sicherlich auch teamintern diskutiert, ja. Dann passt da auf, um Gottes Willen, ja. Ich denke, der Einzige, der aufgepasst hat, war Kimi Räikkönen im Vorjahr. Der schmiss den Sieg dann auf dem Öl von Al McNishs Toyota-Motor damals weg. Der Blick an den Himmel zeigt weiterhin Bewölkung. Und das ist erstaunlich, weil es war schön angesagt. Mal sehen, wem es hilft und wem schadet. Ja, das ist deswegen maßgeblich, weil die Erwärmung des Asphaltes da mit mehr als zusammenhängt. Wenn die Sonne herauskommt, dann knallt sie herunter. Das hat uns Tanja berichtet und die muss es wissen. Die hat ja sehr viel Haut direkt der Sonne ausgesetzt. Insofern unsere beste Wetterfee da unten. Und momentan, sagt sie, Bewölkung über dem Rennkurs. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir auch nichts außer Zuschauer und Wolken. Räikkönen von 4. Im Vorjahr hätte er hier fast den ersten Sieg ja fixiert. Der Iceman. Konzentriert. Bei ihm hat man sehr vieles ausgetauscht. Zum Beispiel Potentiometer am Gaspedal, das also praktisch die Gaspedalstellung misst und den Motor weitergibt, wurde ausgetauscht. Rückwärtsgang und so weiter. Montoya hatte keine technischen Probleme. Und bevor es gleich in die heiße Phase geht, noch eine Information. Justin Wilson ist in der Box geblieben. Nur Jos Verstappen steht in der Startaufstellung. Also, der wird dann aus der Boxenstraße gleich starten. Das ist deswegen sicher, da die Zeit, um herauszufahren, längst abgelaufen ist.
Gleich geht's los und wir freuen uns auf den Grand Prix de France, den 10. Grand Prix des Jahres 2003. Über einen Bitburger. Bitte ein Bit.